12 Jahre Haft für den zentralen Beschuldigten im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Das Kölner Landgericht ordnet für den Angeklagten Jörg L. zudem die anschließende Sicherungsverwahrung an. L. musste sich in dutzenden Fällen wegen sexuellen Kindesmissbrauchs, Vergewaltigung und Verbreitung von Kinderpornografie verantworten. Seine Taten führten die Ermittler zu einem weit verzweigten Netzwerk von Pädokriminellen, die Kinder missbrauchten bzw. untereinander kinderpornografisches Material tauschten.